Die meiste Zeit versteckt sich der Motor unter der Motorhaube. Deshalb vernachlässigen viele Leute ihn, vor allen Dingen was die Optik betrifft. Aber auch so ein Motor kann verschmutzen und verdrecken. Ob ich da jetzt einfach so mit dem Kärcher beigehen kann, das kann mir Markus verraten. Der ist nämlich professioneller Autoaufbereiter und der weiß genau, wie man sowas macht. Ein paar Dinge solltest du natürlich beachten, aber grundsätzlich kann man sagen, das ist kein Problem. Und dazu haben wir ein paar Tipps vorbereitet. Tipp 1. Auch euer Motorraum könnt ihr pflegen, jedoch solltet ihr im Vorfeld abklären, ob ihr eine Motorwäsche in der SB-Box überhaupt durchführen dürft. Tipp 2. Ihr dürft auf gar keinen Fall den warmen Motor reinigen. Lasst den Motor abkühlen, bis er komplett kalt ist. Die Zeit könnt ihr nutzen, um den Motorraum von Laub zu befreien. Besonders unterhalb der Frontscheibe, in den Ecken und Kanten sammelt sich das Laub. Tipp 3. Sprüht den Motorraum mit Motorreiniger ein, lasst diesen einwirken und im Nachgang mit einem Dampfstrahler absprühen. Tipp 4. Durch die Ecken und Kanten im Motorraum spritzt euch das Wasser geradewegs ins Gesicht. Durch kreisende Bewegungen der Lanze könnt ihr das vermeiden. Tipp 5. Im Nachgang könnt ihr die Kunststoffteile mit einer Kunststoffpflege behandeln.